Ja, und Bernd Stelter, genau, der hat sich ja über den Namen Annegret Kramp-Karrenbauer lustig gemacht, was ja nur wirklich harmlos ist. Harmlos. Und der Name lädt ja dazu ein, sich darüber lustig zu machen. Also das war auch, da muss ich auch echt mal sagen, ich bin jetzt ja kein, also ich habe jetzt nicht viele Bernd Stelter Kassetten zu Hause, die ich höre oder so, ich bin jetzt nicht der Riesenfan, aber da tat er mir wirklich leid, weil das war so eine Nummer, das kenne ich auch, ne? Du bist irgendwo und du hast irgendjemanden, der fühlt sich persönlich angepisst und buht dir rein. Oder so in der, das ist furchtbar, das ist der Tod. Also und da und kommt jemand auf die Bühne, du kannst ja die Frau, die da hochkam, dich auch nicht über die lustig machen und die nicht wirklich anfangen. Du bist da einfach hilflos und keiner traut sich danach mehr zu lachen. Abgesehen, völlig egal, ob die Witze gut oder schlecht waren, das hat einfach kein Comedian verdient. Und das muss auch echt nicht sein. Also wenn, da muss man sich echt, keiner muss sich so angepisst fühlen. Man darf sagen, ich finde das doof, dass immer nur über dieses Thema oder hier nicht, ja gut. Aber das ist egal, ob es in Liedern, in anderen Dingen oder so passiert, wenn da auf der Bühne jetzt ein Künstler das macht, dann ignoriert man das, dann klatscht man nicht, aber man geht nicht auf die Bühne und... muss man wie Klaus so. Kinski früher. Gehen Sie raus! Ja, stören Sie hier nicht. Der hat es richtig gemacht. Der hat es richtig gemacht. Der hat einfach das ganze Publikum rausgeschmissen. Das ist dann das Einzige, was dir noch bleibt. Nee, aber das war, da tat er mir wirklich mal leid. Das hast du aber auch schon erlebt, dass Leute mit Zwischenrufen kamen oder irgendwas? Ja. Und auch bei Sachen, also das ist so. Das ist ja auch so unangenehm. Es ist ganz unangenehm. Da kannst du auch gar nichts gegen tun. Da hast du irgendwas. Ich erinnere mich, letztens habe ich bei irgendwo eine Nummer gemacht aus Freundschaft, nur bei irgendeinem Galaessen und habe was mit politischen Plakaten, die ich schon 100 Mal auf der Bühne und so gemacht habe und die absolut super sind. Da waren Leute, das war wahrscheinlich ein Tisch von der CDU oder irgendwie sowas und die fingen dann an bei Sachen, wo es dann um CDU ging, zu buhen. So richtig, buh, pfui, aufhören. Da kannst du einfach nicht mehr weiter. Ist dann egal, was ist, auch wenn alle vorher guter Stimmung und gelacht haben, es guckt nur noch jeder darauf und du denkst nur, ach du Scheiße, was machst du? Und du kannst da auch nicht gegengehen, das bringt nicht gar nichts. Nein, das kannst du nicht retten, da kannst du es nur irgendwie durchschauen, denkst du immer nur, aber was soll das, was hast du davon da hinten? Jetzt irgendwie hier rein, wenn es dir nicht gefällt, komm nachher zu mir, red mit mir oder so, aber buh doch nicht rein wie so ein Vollidiot. Ja. Das ist einfach furchtbar. Aber ich merke halt auch jetzt, wenn man deinen Namen mal irgendwo liest oder so, dass manchmal auch Leute plötzlich kommentieren, ach, der Kalkofe, das ist doch auch so ein Systemling und sowas. Oh, das ist das Schönste. Aber das haben wir doch früher eigentlich nie gehabt. Früher warst du eigentlich immer jemand, habe ich das Gefühl gehabt, den mögen irgendwie alle. Der Kalki, der ist super und der ist cool. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, da gibt es auch so einige, weil du auch mit Politik... Du hast ja auch AfD, hast du schon zum Thema gemacht und so. Und das ist was ganz Neues. Also früher war es gar nicht so, dass mich jeder mochte. Die einen haben mich gehasst und die anderen haben mich gemocht. So, das war gut. Eher so das. Und jetzt hast du das, also ganz neu bei der Aufteilung der Fan- und Nicht-Fan-Basis ist dieses wie... Ja, früher war der lustig, aber jetzt, seit der Politik so politisch wird, es ist eine ganz seltsame Sache geschehen. Etwas ganz Seltsames, was so ist. Das ist jetzt kein AfD-Bashing oder sonst was, aber es ist ein Fakt. Du musst eine Nummer machen gegen die AfD. Du musst einen Kommentar machen und nur einen Satz gegen die AfD da reinbringen. Das Gleiche, ich habe zigmal Merkel gespielt, ich habe CDU gemacht, ich habe SPD gemacht, ich habe immer, was die Vorlage hergab und wo gerade was war. Ja. AfD bietet aber allerdings sehr viele Vorlagen. Ja. Und da gibt es sehr viel, was man kritisieren darf. Dass ich das tue, nehmen mir jetzt die Anhänger dieser Partei und dieser gedanklichen Richtung übel und werden dann nicht, also wie es ganz normal ist, also wenn jemand eben CDU-Anhänger ist und ich mache mir über CDU lustig, dann kann der ja sagen, das finde ich jetzt scheiße oder so, aber deswegen, das ändert ja nicht so an der Grundeinstellung. Aber Leute, die der AfD oder ähnlichen Gruppierungen, ich versuche es sozusagen, dass jetzt gleich nicht wieder 5000 Trolle darunter schreiben, die aber in diese Richtung gehen, sind sofort dabei, dann zu sagen, ja, jetzt ist er auch nur so ein Systemling und der Merkel-Bückli, ich kriege kein Geld von der GEZ, ich kriege kein Geld von der CDU, ich habe noch nie irgendwas, ich bin kein Merkel, ich mache Witze über alle, aber da bist du sofort und die fühlen sich angegriffen. Das ist, also das Komische ist, es ist eben so eine Protestpartei und eine Partei, die Leute hat, die sich ungerecht behandelt fühlen. Und die haben alle so ein Gefühl von,
jetzt werde ich hier gemaßregelt. Der sagt alle, wir sind alle doof. Ich habe gar niemanden angesprochen, aber die fühlen sich angesprochen. Mhm. Ich bin doch gar nicht doof. Das stimmt doch, ich bin doch kein Nazi. Ja, wenn du keiner bist, ist auch gut. Ich habe dich ja gar nicht genannt. Aber wenn manche Leute so ja. und so reden, darf man das auch kritisieren. Aber das ist ein ganz seltsames Gefühl von Angepisstheit. Und ich kriege ganz viele Mails oder Schreiben von Leuten, die haben wirklich, ich war jahrelang dein Fan, aber seit du so politisch jetzt wirst, jetzt verbrenne ich deine alten Kassetten. Denke ich, okay. Mein Gott. Ich habe mich nicht geändert. Ich hatte immer diese Meinung. Es gab die Parteien in dieser Form noch nicht vorher. Ich habe aber auch gegen die DVU und gegen alle irgendwie was früher gemacht. Alles. Und jetzt plötzlich kommst du nach über 20 Jahren und sagst du, ich verbrenne, also ist für dich schade, weil du hast 20 Jahre falsch gelacht und dich geirrt. Oder du hast jetzt dein, woran du sehr lange wahrscheinlich großen Spaß gehabt hast, zerstörst du jetzt. Nur, weil dir meine Meinung zu bestimmten Sachen nicht gefällt, dann guck doch die Spots nicht oder irgendwas. Aber es ist sehr seltsam. Also dieses angefasste Fühlen und diese Wut, die da irgendwie kommt, die es früher nicht so gab, dass man so gegeneinander und dann eben wirklich nur so diese Klischees, ne? Mhm. Bückling, Systemling. Genau. Und was für ein albernes Zeug, was dann wirklich nur so hintereinander. Wo kommt das denn her? Was ist die Ursache? Es ist, das Traurige ist, wenn man sich das anschaut, und das ist ja was, nicht alle AfD-Wähler sind Nazis und dieses in einen Topf kippen und so ist wirklich oft fatal. Aber trotz alledem, wenn man sich mal ein wenig mit der Zeit von früher beschäftigt, wie es zum Nazi kam und wie das sich alles veränderte, dann siehst du sehr große Parallelen zu dem, was heute hier geschieht, wie hier zum Teil manchmal gesprochen wird und auch zum Beispiel in der Politik von einem Trump oder ähnliches. Weil dieses Dinge simpel machen, dieses Empören als wirklich eben eine Volksbewegung, schnell einen Feind oder etwas suchen, wogegen du sein kannst, leichte Lösungen schreien können, weißt du, Wut rausbringen können. Das sind Parteien oder Menschen, die Wut kanalisieren von Leuten. Und das ist hier lange nicht gemacht worden. Und ich glaube, der Fehler liegt früher, der liegt gar nicht so daran, also die Parteien oder diese Bewegungen konnten nur so groß werden, weil sich die Bürger hier so lange Zeit unverstanden und verarscht gefühlt haben. Und das ist ja auch so. Keine Partei der gewöhnlichen, also altbekannten, klassischen Partei schafft es heute noch, richtig mit den Menschen zu sprechen, dass sie sie verstehen. Mhm. Wenn du dir irgendwelche politischen Reden, wenn du dir Talkshows oder so anguckst, es ist ein Gewäsch, du weißt auch, also wenn du dir anhörst, was die CDU erzählt, was sie jetzt irgendwie in puncto Autoindustrie, Lebensmittelindustrie oder sonst was irgendwie machen, dann ist das einfach nur Gewäsch, musst du einfach sagen. Und dass da eine Wut entsteht, ist normal. Mhm. Nur die wird jetzt falsch kanalisiert, weil die geht jetzt dann, man gibt dann die Schuld den Flüchtlingen, man gibt die Schuld den Ärmeren, man gibt die Schuld denen, die noch unter einem stehen. Die Armen gehen auf die Ärmeren. Hm. Und die gehen nicht mehr nach oben, sondern seine altbekanntes Phänomen, ne? Und gegen Bonzen, das ist aber auch nur so ein Begriff, und sie kriegen überhaupt nicht mit, dass sie geleitet werden, dass die Leute, die sie da gerade manipulieren, genau von da kommen und sie einfach nur benutzen. Und das ist halt traurig und schlimm. Und wenn du das so mitbekommst, die Gedanken, Wut auszudrücken, die Gedanken kritisch gegenüber den anderen Parteien sein und zu sagen, Leute, jetzt ist mal Schluss, was ihr da macht, ist scheiße, das ist alles richtig. Aber dann nicht zu merken, dass man von einer anderen Gruppe manipuliert wird, die viel schlimmer ist und die das, wenn es nur in blinde Wut kippt und nicht eben in wirkliches Nachdenken und wenn man das Denken einfach, also wenn du diese ganze Klimadebatte oder so dir anguckst und die Klimaleugner und dann einfach sagst, ja, das ist alles nicht wahr, Punkt, weil ich will es nicht glauben. Das ist das Ende, also das darf niemals passieren. Ja. Und das ist halt sowas weil viele dann eben merken, ja, ich habe ja dann habe ich ja so viele Jahre Fehler gemacht und niemand will das zugeben. Ja. Weil wir das ja alle natürlich denkst du auch wie, ja, ich kann doch jetzt nicht, also will man mich jetzt dafür anklagen, dass ich mir eine Plastiktüte kaufe? Das habe ich doch jahrelang gemacht. Früher kriegte ich sie umsonst. Wie, jetzt soll ich dafür noch 20 Cent bezahlen? Sind die denn bescheuert? Klar, es ist das erstmal so ein Gefühl, was du hast. Trotzdem ist es auch okay, wenn du dann mal drüber nachdenkst. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Und ach so, und dass das solche Probleme gebracht hat, habe ich gar nicht gewusst. Ja gut, dann lass uns doch mal drüber reden, wie wir das besser machen können. Aber nicht sagen, ihr seid ja alle, das ist ja alle Freiheit und das ist gegen den gesunden Menschenverstand. Quatsch.
Ja, mal gucken, wo das hinführt. Es macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil ich nicht so richtig weiß, wo das enden soll. Aber es macht mir Angst deswegen, ist so eine Radikalisierung. Richtig, und es macht mir deswegen Angst, weil du plötzlich eben nicht mehr redest und auch nicht mehr, du kannst ja gerne erregt reden, ne? Und du hast auch früher, aber jetzt wird ja geschrien, es wird ja gebrüllt. Genau. Man brüllt sich nieder und es geht nur noch um, wer ist am lautesten. Ich habe ja jetzt so oft schon Demonstrationen und Demonstranten gespielt von irgendwelchen Anti-Merkel oder Anti-Flüchtlingen oder sonst was Demonstrationen. Und das Merkmal war eben, dass es immer lauter, ich habe vor Weihnachten das letzte Mal wieder eine Demo gespielt und habe mir dabei so die Stimme ruiniert, dass ich über Weihnachten über eine Woche nicht sprechen konnte. Ach, das war, ich habe das Ende vom Dreh kaum hingekriegt, weil die Stimme, ich habe da auch alles gegeben und habe versucht so zu brüllen wie der und habe dann erst gemerkt, Respekt auch. Ich habe euch unterschätzt, was ihr da brüllt und leistet. Also die Inhalte sind scheiße, aber was ihr brüllt, wow, ihr könnt dann bestimmt, deswegen könnt ihr auch nicht mehr diskutieren, weil ihr eure Stimme kaputt brüllt und dann danach 4 Wochen nicht mehr reden könnt. Ja. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.